So Freunde, guten Morgen. Ich bin noch ganz müde, jetzt ist 6 Uhr. Wir sind schon seit einer Stunde unterwegs hier. Und heute wieder eine Wanderung. Und zwar nach, wie heißt es gleich, langer komplizierter Name, Harish Chandra Ghat. Das ist ungefähr 120 Kilometer nördlich von Pune, in den Western Ghats. Und Moment, ein bisschen leiser machen die Musik. Ja, Harish Chandra Ghat, 120 Kilometer nördlich von Mumbai, von Pune. Auch wieder ein ähnliches Szenario. Man läuft anscheinend hier durch den Wald durch und so und durch diese Buschlandschaft. Und dann oben gibt es dann wieder irgendwie ein Fort zu sehen. Ja? Wenn es jetzt nicht ohne Ende regnet und überall Wolken sind, aber das sehen wir dann nachher. Ja. Ansonsten, was, ja, fällt mir jetzt nichts ein, ich bin zu müde. Bis nachher. So, jetzt wird es langsam interessant. Die Sonne ist richtig am Aufgehen und jetzt haben wir etwa noch eine Stunde Fahrt und jetzt fahren wir in die Western Ghats rein. Ich zeig mal kurz, wie es außen ausschaut. Und da gibt es anscheinend mehrere Routen, die man hochgehen kann. Und ich habe gerade festgestellt, wir gehen die Kireshwar-Route hoch. Ja? Also wie die aussieht, da fahren wir natürlich nachher gleich. Anscheinend hat es auch irgendwelche Stellen dabei, die ziemlich steil sind und rutschig sind. Mit in den Fels gehauenen Stufen und in den Fels gehauenen Handgriffen. Aber das sehen wir nachher alles vor Ort. Ja? Wenn wir Glück haben, dann regnet es nicht mal. Wobei aber, wenn ich hier noch mal hochschaue, da hängen lauter Wolken an die Berge dran. Also man kommt näher ans Basislager ran, also man sieht es auch schon. Moment. Sieht aus wie der Bodensee am Nebel und jetzt fahren wir weiter Richtung Oberstdorf und dann geht es zum Basislager und dann hoch. Mei, das dauert ja ewig. Jetzt sind wir seit fast 3 Stunden an der Anfahrt. Aber jetzt müssen wir eigentlich den Parkplatz erreicht haben. Okay, finally sind wir jetzt also hier am Basislager und ja, ganz wichtiges Utensil haben wir nicht dabei, und zwar einen Rucksack. Müssen wir die Pulle so mitnehmen. Aber vielleicht gibt es ja wie beim letzten Mal hier irgendwo einen leckeren Wasserfall. Hier übrigens der Parkplatz. Aus der Ecke kamen wir und jetzt geht's in diese Richtung, in die Bärsche. So, kind of a jungle walk. Also ein bisschen schneller, ne? Jetzt so langsam da hin. Wir haben ja nicht die ganze Tagzeit hier. Dass es immer so anstrengend sein muss, wenn es nach oben geht. Die Jungs machen Frühschoppe hier
und trinke jetzt schon mal gemütlich ein Bierle morgen zum 7:30. Ja, wenn man es mag, Energiedrink. Also die ganze Geschichte erweist sich halt ziemlich zäh, ein bisschen langweilig, weil es geht hier wirklich nur durch den Wald durch und über die Stauner drüber. Das ist zwar die erste halbe Stunde ganz witzig, aber irgendwie keine Aussicht, man sieht irgendwie nirgends raus und ja, ein paar Langure haben wir schon gesehen, aber die verschwindet gleich wieder im Wald, sodass ich sie nicht aufnehmen konnte. Aber ich schau mal, ob es nachher die Gelegenheit gibt. Also sind wir gerade zwei so Sherpas getroffen und die haben gemeint, dass es von hier nur 2 Stunden sind bis hoch für uns. Ich meine, der selber braucht 1 Stunde. Und der Hanna, da scheint eine Bergstation zum sein. Ich hoffe, dass es da Germknödel gibt. Vielleicht noch ein paar Säuderwürstler, ein paar Pommes dazu. Und dann halt doch auch eine halbe zum Frühstück. Maja, da ist eine Bergstation. So, jetzt habe ich echt Lust auf eine Käseplatte. So frisches Brot vom Ofen. Ja, und vielleicht nur ein Germknödel, wenn es geht. Warten wir vor uns mit Maja da ist. Und dann machen wir einen kleinen Einkehrschwung. Maja, hier gibt es ein Jausen. Namaste. Namaste. Marti wollte da. Hanji, Hanji. Sodele. Ja, dann essen wir halt, halt mal keine Käseplatte, sondern so ein Abbrot und eine Maiskolbe. Da oben scheint noch eine weitere Wandersgruppe unterwegs zu sein. Die haben schon zu einem Lied angestimmt. So, hi Gentlemen. Hi. I'm Michael. What's your name? Mitesh. 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 Nice meeting you. My name is Mudassir. Mudassir, yeah? Nice meeting you guys. So you guys have been up here another 30 minutes where the rock climbing part starts. Yes. Yeah. We came again. Yeah, okay, good. So we plan to do the same, yeah. Also die Jungs sind auch nicht ganz oben rauf, sondern auch nur bis zu der Stelle, wo quasi, wo es richtig steil wird und man dann über rutschige Steine dann über so Treppe hoch muss, aber ohne Geländer anscheinend. Das machen wir auch, das ist eine halbe Stunde von hier. And what are these gentlemen? I hear some shouting, screaming. The 90s king Shivaji Maharaj, yeah. The one who came here, yeah. And get that fort, yeah. They're chanting their name. Ah, okay. Also die, das, was man im Hintergrund hört, das ist also kein wildes Geschrei, weil die jetzt irgendwie Bier getrunken haben, sondern die rufen quasi ganz laut die Namen von den Herrscher und Maharashtra, die hier dieses Fort, das da sich oben befindet, zurückerobert haben. Und die einzelnen Namen mit dem Gepfeif im Hintergrund, das rufe die laut aus. Yeah? Yeah. Okay, that's interesting. I didn't know. I was wondering, yeah? Because further down I saw some guys, okay, with some beer. So I thought maybe, you know. They're chanting their name. Yeah, that is a big different, yes, story. Yeah? Mm-hmm. Okay, super. Thank you very much. Thank you so much. Was he trying to bite them or what? So, jetzt sind wir hier am Einstieg. Da haben sie wohl vorgehabt, hier mal ein Geländer hochzumachen. Aber da sind nur die Pfosten drin. Ja, also wenn du gucken willst, dann schon am besten stehen bleiben, aber beides gleichzeitig. Wow, dramatic view, hat tolle Aussicht. Okay, also wir sind über dieses erste, naja, Feldstück noch drüber und haben dann aber entschlossen, dass man wieder zurückgeht. Ja, danach wird es ein bisschen flacher, aber meine Befürchtung oder unsere Befürchtung ist, dass wenn wir halt weiter oben sind und es fängt dann zu regnen an, aber dieses ganze, ja, wie sagt man dazu, Steinbrett oder was immer das ist, ne? Und das ist natürlich völlig ungesichert, außer den paar Metallpfosten. So dermaßen rutschig, dass mir das Risiko einfach zu groß war. Ich glaube, also hier kommen wir einfach nochmal her. Nach dem Monsun, weil alles trocken ist, dann sehe ich da eigentlich kein Problem hochzugehen. Aber so,
Wir sind jetzt auf dem Rückweg. Jetzt gehen wir aber an der Jausen noch vorbei und dann essen wir so einen leckeren, angebratenen Maiskolbe. Bis gleich. So, dann gucken wir mal, werfen einen Blick in die Küche. So, das Maiskolb steht da drin. Ein bisschen abraten. Gibt's lecker Frühstück. Okay, and here on the way back. Oh, it's German, ja. Yeah. So, jetzt auf dem Rückweg hier haben wir wieder unsere Freunde getroffen, unsere Trekking-Freunde vom letzten Ausflug am Tornafort. Ja. Hier haben wir den Akshay und Shivam. Und hier sind die zwei Freunde. Chandu and Sanju. Yeah. Okay, nice meeting you guys. Now, we're on the way down. Also wir sind auf dem Weg zurück, ne, weil wir uns entschlossen haben, aus Sicherheitsgründen umzudrehen. Und die Jungs, die haben es jetzt natürlich noch nicht gesehen, aber ich bin mal gespannt, ob sie hochgehen. Please let me know if you guys are actually going up. Okay. Maybe you can send 2-3 pictures. Yeah. Dass sie uns vielleicht nur 2-3 Fotos schicken, wie es dann weiter oben ausschaut. If you send me 2-3 pictures further up down, please send, I put them into the video. Yeah. Dann sieht man die nachher, zeige ich die kurz im Video drin. Yeah. Okay, bye bye, all the best. Ja, ist ein bisschen zu weit weg, aber das sieht man quasi oberhalb von dem Felsen, wo das Grüne wieder anfängt. Bis da waren wir quasi. Wir sind über das untere Stück Fels drüber, das natürlich jetzt nicht so breit war, wie es hier vielleicht hoffentlich noch zu erkennen ist. Und danach wird es dann wieder grün und sieht dann eher machbar aus. Ja, also machbar heißt, auch wenn es regnet und es rutschiger ist. Ja. Okay, anyways. Sicher ist sicher. Was hat er jetzt erzählt? Was hat er gerade erzählt? Achso, Entschuldigung. Noch ein bisschen Fauna und Flora. Also hier sieht man überall diese Farne. Was ist das? Eine Brennnessel? Und irgendwelches Wurzel. Keine Ahnung, was es ist. Aber so sieht es hier aus. Im Gebüsch. So, hier nochmal die Sicht ins Tal. Und gen Berg. Namaste. No, no, thank you. You said Sind wir das falsch gelaufen? Remember that you won't be. Okay. Falsche Richtung. Das war die Stelle, wo die Jungs vorher auf dem Hochweg ihr Bier- und Acid-Picknick gemacht haben. Die haben uns vorher nur erklärt, dass sie anscheinend wohl ein paar Tabletten geschluckt haben, die Vögel. So, dass ich kurz aufpasse, dass man da gleich runterstürzt. Wenn wir jetzt hier nochmal schauen. Oh, jawohl. Dann sehen wir hier links runter ins Tal. Wow, that looks a little bit scary, I would say. Gehen wir mit der Kamera hoch.
machen. Und hier rechts oben sehen wir quasi dieses V. Und im V, ich hoffe, es ist auf der Kamera erkennbar, da ist rechts diese, also im V ist auf der linken Seite des Vs der untere Abschnitt Felsen. Und über den sind wir hoch und haben uns dort dann entschlossen, dass es nochmal weitergeht. Das war quasi for the records. Und da kommt zwar dann nochmal ein Felsstück, wie man sieht, wenn einer von euch da vielleicht hochgehen möchte, ist uns dann vorher erklärt worden, dass es da dann nicht über den Felsen hier vorne hochgeht, sondern es geht aus der Richtung, in die wir jetzt schauen, geht es dann in dieser grünen Fläche hinten rum und da geht anscheinend ein normaler Wanderweg hoch. Ja. Machen wir aber nachher und zu nochmal die Tour. Ich hoffe, man sieht den See da unten auf dem Foto, auf dem Video. Also insgesamt würde ich sagen, dass der Trek ein bisschen langweilig ist, weil es einfach wenig Aussicht gibt. Man läuft die meiste Zeit durch den Wald durch und das ist jetzt nicht so der Hit. Ja. Allerdings, wenn dann die Aussichtspunkte kommen, wie hier zum Beispiel, das ist dann schon klasse. Da gibt es also nichts rum zum Mosra. Das lohnt sich definitiv. Und das andere ist, dass der Trip jetzt auch nicht so lang ist eigentlich. Ja. Also wir haben jetzt 10, wir sind um 7:30 etwa los oder kurz vor 7:30, so 2,5 Stunden. Die Jungs weiter oben haben gemeint, es sei wahrscheinlich noch eine Stunde von der Stelle, an der wir umgedreht sind. Also durchaus machbar. Da drin ist ein Langur, ein richtig großer Affe. Warten wir mal kurz, vielleicht kommt er näher ran. Ja, der verhält sich jetzt ganz still. So, da flitzt der Kamerad, Eidechse in Gold. So, Dele, jetzt sind wir fast unten. Zumindest geht es jetzt richtig eben, wie auf der Autobahn hier. Gut war's. So, die letzte Jausenstation vor der Talfahrt. Oh, Gott sei Dank, ich habe so Durst gehabt. Jetzt habe ich da glatt weg ohne der Wasser getrunken innerhalb von 30 Sekunden. Gut. So, Dele. Und nachdem ich ja immer am Schluss noch mal kurz hinfallen muss, bin ich natürlich auch dieses Mal geschwind hingefallen und lang blöderweise in so einen scheiß Stachel, keine Ahnung, in irgendeinen Stachelbusch reingefasst. Aber die Aussicht ist prima von hier. Guck mal nachher den See noch an. So, Dele, jetzt sitzen wir wieder im Auto. 11 Uhr. Hat also der ganze Spaß ungefähr, hallo, ungefähr 3,5 Stunden dauert. Ja. Und ja, was wert? Eine weitere Erfahrung. Jetzt schauen wir mal, vielleicht halten wir nachher noch an dem See an, wenn sich der Ausblick lohnt oder wenn man sonst noch irgendwas auf dem Weg sieht. Also landschaftlich schon sehr attraktiv hier. Ja, aber ich glaube, das ist zu weit weg. Ich weiß nicht, ob man es auf dem GoPro erkennt. Aber da ist so eine Gruppe mit Wasserbüffeln und eine andere Gruppe ist im Wasser drin.